It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. You said you're coming home. I'm all alone and I need you now. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I would have stayed up with you all night had I known how to save a life. Boah, das geht ja richtig musikalisch los hier heute. Also her mit dem nächsten Gesangstalent. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, all I want for Christmas is you. Vielleicht werdet ihr jetzt gerade lachen, aber die junge Dame hat 100%. Und was habt ihr so erreicht in eurem Leben? I am snacking. Cheetos, Pringles, Ramen, French fries, Chicken, Nuggets, Ice cream, Sandwich. What am I craving? What am I craving? I am snacking. Tja, liebe Leute, ein dringlich gewünschter TikTok-Fame zieht einfach jede Person in den Abgrund. Rip Barbie, please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I bought. Mix it up, mix it up, mix it up. Please stay. An der Stelle muss ich dich mal kurz unterbrechen, denn ich würde dich auch gerne mal um etwas bitten. Könntest du eventuell nämlich mal deine Fressluke wieder schließen? Danke. Are you ready? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich das ausdrücken soll, aber dafür habe ich mir ganz kurz Hilfe geholt. Rainer? Halt deine Fresse! Also ehrlicherweise würde mich das ja schon mal interessieren, welches Lied da lief. Aber das werden wir wohl niemals erfahren. They said I could be anything I wanted when I grow up. So I decided to be a problem. Ja gut, glücklicherweise gibt es in meinen Augen kein Problem, was sich nicht lösen lässt. Ach nee, guck an, Stephen Hawking hat auch TikTok für sich entdeckt. Das ist ja ein Ding, da muss ich direkt mal folgen, ne? Alles klar, ich glaube, wir sind wirklich so weit und haben uns ein Katzenvideo verdient. Und danach geht's natürlich wie immer weiter. And I still cry. Still cry. Ich bin doch der den ganzen Quatsch hier aufnehmen muss. Frag mal, wie ich hier weine. Also wenn ich der Bundeskanzler von Deutschland wäre, dann wäre das allererste, was ich durchsetzen würde, dass Cybermobbing legal wird. Think you the shit, bitch? You're not even the fuck. I be going hard. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Ich persönlich brauche ja eigentlich keine weitere Motivation, um mein tägliches Training zu absolvieren, weil ich es so oder so mache. Aber wenn ihr zwischendurch einen Motivationsschub braucht, um auch mal ein bisschen aus den Latschen zu kommen, dann schaut euch am besten immer vorher eine Ausgabe von diesem Quatsch hier an. Wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, wird mein Training immer doppelt so gut. We be all night. Woo. You and
never need another lover. Woo! Ich habe die junge Dame gerade aufgrund der Belästigung online angezeigt. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen wie ich dich in diesem Ja, ist ja voll herzzerreißend und so weiter und so fort. Aber die einzige Frage, die mich interessiert, warum zum Teufel hast du Servietten an der Wand hängen? Wenn der Zoowärter gerade wieder mal eine Runde Nutella geschmissen hat. Ich bin da. I love you. Babu. Die beiden besten Eigenschaften, die man aufweisen kann, um auf der tollen Plattform TikTok ein bisschen Erfolg zu haben, sind einerseits das, sagen wir mal, etwas unförmige Aussehen und andererseits das Auslassen des täglichen Zähneputzens. Für den Zuschauer natürlich immer ein voller Augenschmaus. Is your hair turned white? Because it makes me look more badass. So why have your nails turned black? Because it makes me look... Alles klar, ich glaube, das wär's dann wieder mal für heute. Gleich zum Abschluss habe ich noch was ganz Besonderes für euch, denn ich werde euch meine Lieblingshaustiere vorstellen. Vorab bedanke ich mich aber bei euch fürs Zuschauen. Eine weitere Folge natürlich wie immer am nächsten Samstag. Also haut rein, hab euch lieb und tschüss. Top 5 favorite roaches that I found in my gaming room. Starting us off at number 5 is this little fella who watched Star Wars with me. Number 4 has to be this guy who I found underneath my toaster oven. I did have to annihilate him with my Thor power fingers, but it's okay. I still miss him. This little guy is number 3. He was so energetic and lively. He was really fun to play around with. Found him in my bathroom. A special honor is this guy who died. Rest in peace, the goat. I don't know what killed him, but that sucks. Next up will be number 2. It's going to be this guy who is trying to drink my coffee, which I just think is so cool. I would love to share a coffee with him. And number 1 is my dear beloved Albert. Albert did, in fact, become one of my favorite roaches of all time. I put him in a little bottle, gave him a nut, some water, and I had him for a few days. We became really good friends.